Wenn ich mir neue Kampagnen präsentieren lasse, neue Kampagnenideen von unserer Agentur, dann möchte ich, dass sie mir die Kampagnen auf dem Smartphone präsentieren. Ich glaube, was alle Marketeers lernen mussten über die letzten Jahre, ist, dass das Smartphone zum Zentrum der persönlichen digitalen Kommunikation wird. Heute kann man eben über die digitalen Kanäle Zielgruppen besonders gut erreichen und deswegen glaube ich, sollte man heute das Smartphone ins Zentrum der Kampagne setzen. OnStar ist ein völlig neues System der digitalen Vernetzung. Und OnStar gibt es im Auto anhand von 3 Knöpfen, die Sie drücken können. Und dann werden Sie direkt mit dem OnStar Center verbunden. Eine andere wichtige Funktion ist der Wi-Fi-Hotspot. Aber das Allerwichtigste ist, dass wir in Notsituationen für Sie da sind. Dieses System ist nicht einfach zu kommunizieren, denn es hat viele verschiedene Anwendungsgebiete und ist dadurch sehr komplex. Wichtig war bei der Kampagne, dass jedes Feature eine andere Zielgruppe speziell angesprochen hat. Und so mussten wir über alle Assets, die wir produziert haben, auch verschiedene Zielgruppen dann erreichen. Heute kann man eben über die digitalen Kanäle Zielgruppen besonders gut erreichen. Und deswegen war Facebook für uns auch ein Ansatz, sehr, sehr, sehr zielgerichtet unsere relevanten Botschaften über OnStar entsprechend dann an die Kunden zu bringen. Also die Endergebnisse haben mich sehr positiv überrascht. Der Reach war außergewöhnlich. Dann war die Kampagne sehr effektiv, denn wir haben mit nur 7% des Mediabudgets 17% unseres Kampagnenziels erreicht. Die Facebook-Kampagne war inkrementell. Wir haben über unsere klassische Kampagne hinaus 24% mehr Kunden erreicht. Und die Facebook-Kampagne hat auch erreicht, dass die Marke innovativer und moderner im Auge des Betrachters wurde. Das Smartphone ist das Eintrittsticket zum Kunden. Und deswegen glaube ich, sollte man heute das Smartphone ins Zentrum der Kampagne setzen.